Einen wunderschönen guten Hallo-Montag wünsche ich euch, ihr kleinen Äffchen. Hukulu! Lecker Musik, immer doch, bei mir ist das doch so, Dieter. Da wird ja nicht lang rumgefackelt, da wird die beste Musik rausgesucht. Ach ja, hallo. Hallo, was sagst du? Hallo Oma Sandra, hallo Alice, hallo Gerd, hallo Matti, hey Santa, Taximan, Smashing, See You, ne, Say. Zweiter Account, Lil Arschi, Dikuso, Dice, Danny Punch, Swaplek, Jess Balele, Achu, Dieter, Shady, Dice, Matze, Moonless Fox, Otto von Kessel, Prepper, René, nur René, Jay, Hagi, Ruffy, Niak, Haki, Bluefrog, Juno, 47. Na klar, heute wieder eine Pommes, Junge. Was denkst du denn? Sam Wilson, Brezi, Mert, Combox, Isorax, Cruelfine, Turix, Sam Wilson, Subsimplex, Alpino, die Lady. 138 ist die King. 719, wir sind jetzt durchgespielt. Bolze, Crispy Raffles, Makeout Hill, der krasse Noob-Nabend, André Nabend, Da Vinci, guten Tag, der Herr, Monster Wolf. Ja. Timo, danke schön für den Resub am 18. für 18 Minuten. Shady, danke für den Resub am 5. mit Prime. Die Charlie, danke schön für den Resub am 26. Hab gehört, morgen gibt's einen Kochstream. Als ob, der wird 5 Minuten gehen. Dann wäre die Feuerwehr am Start. Charlie, bist du noch RP am Zocken? Der Jutta Amadeus, danke für den Resub am 16. Und Al Capone, danke für den Prime 21. Kussi zurück. Ja, alles gut. Kraftmeier, hallo. Mordo, Beldebong. MDK Ho mit dem blauen Namen, den ich nicht lesen kann. Nee, was geht? Nee, Sandwich Schnups. Was? Nee, kein IP mehr. Warum nicht? Was geht's, Nix? Guten Abend. 5 Minuten, Terrine, nicht mal die würde ich hinkriegen. Isorox, mach die blauen Namen weg, Alter. Ich trigger ich durch hier. Harte Eier. Was für ein Name, Alter. Berdanzina, guten Tag, Gilfanta, Maximoto, Squeezy, Azio. Du kannst keine blauen Namen lesen. Die blauen Namen sind so mit schwarzem Hintergrund bei Twitch, mit diesem Dark Mode, ist halt richtig ätzend. Monster ist genauso einer. Richtige Ärgerer, Alter. Was geht? Die Wutox, hallo. Und hallo Monster ist. Und Dieter hat auch einen blauen Namen. Heute schon 10er für die Katze bereitgelegt. Na klar, die kommt wahrscheinlich gleich. Ach, die ist schon da, die ist schon im Bett. Flint zockt, was geht ab? Alles gut. Schnur, Senke, da fehlt ein L, Bruder. Aber hallo, Schnursenke. Sektus, Aloro, Mora. Mach White Mode rein. Niemals, bist du irre? Besser, dankeschön, MDK, dankeschön. Du bist ein wahrer Freund. Marci, was geht? Lars, was geht? Aber Dieter und Isorox ärgern und El Capone ärgert auch. Und der Gerd ärgert auch. Buch, 10 Rezepte fürs Kochen mit dem Toaster bei Curtis Kusch. Soll ich eins machen? Ich schwöre bei Gott, wird richtig gut. Hukulu-Knabe, guten Abend. Wie ist dein Tag bis jetzt gelaufen? Meiner war langweilig, meiner auch. Aufstehen, das übliche halt, ne? Aufstehen, gucken, was ansteht. Ein bisschen haha, hihi, huhu, bisschen da, bisschen quatschen, bisschen da. Essen. Und dann ist schon wieder Pommeszeit. Hallo Peter Klause. Hallo Flynn. Diese Nacht besser geschlafen? Ja, diesmal habe ich besser geschlafen. Ich bin aber trotzdem kaputt. Aber ist nicht schlimm, wir chillen einfach. Ist alles gut. Tops in guten Abend. Mr. Heftig. Mr. Heftig Lemon, danke schon für den Prime Sub im Zweiten. Was läuft, Jano? Nix, oder? Heute ist Blue Monday, macht alle eure Namen blau. Kürz mag das. Ich kann nur einfach den Chat ausschalten, also. Pff. Gerd, vielen lieben Dank für 500 Bits. Du bist aber trotzdem Ärgerer, weil dein Name blau ist. Hallo Kingtronics, hallo Zebrax. Hard to buff, hallo Nifzak, hallo. Mr. Heftig Lemon, was lachst du? Aua. Aua. Ich hab gestern Lasagne selbst gekocht. Kommst zum Essen, Curtis? Du willst mich doch nur vergiften. Blue Waffle, was sind Blue Waffles? Sterni, hallo. Audi-Fahrer, hallo. Anoplappen, hallo. Olaf, hallo. Uduson.
lache immer besser, mein Bruder. Okay. Lachen ist gesund, Mann. Also bei mir war gestern und heute alles andere als langweilig. Warum, Maximo? Du erzähl mal, was ist abgegangen bei dir? Google nicht, was Blue Waffle ist, Alter. Okay. Okay, ich google nicht. Das ist bestimmt irgendwas Ekelhaftes. Das ist auch okay, schreibt eh gleich keiner mehr. Ja, stimmt, Da Vinci. Aber ist auch nicht schlimm. Alles ist fein, solange ihr euch benimmt. Walle ist eingeschlafen live. Ja, ich habe gesehen, der war heute Mittag schon online, ne? Ich sehe den doch gerade im Live-Partner-Channel 3. Hat der einen 12-Stunden-Stream gemacht, der 24er? Flying Star, Dankeschön für den Resub im 7. Ruhe. Nö. Nö. EMP Apollo, guten Abend. Schon was Neues vom PC? Ja, tatsächlich. Danke, dass du mich daran erinnerst. Da steht jetzt? Moment. Aber Wolverine hat mir gerade schon geschrieben, der müsste jetzt zur Gewalt kommen. Meine Bestellungen? Da steht jetzt lagernd und für sie reserviert. Das heißt, der wird jetzt zusammengebaut. Vielleicht heute noch, vielleicht morgen erst. Aber ist mir egal, der kommt bald. Erst Sturmschäden am neuen Auto und dann hatte eine Angestellte einen Unfall direkt vor meinem Büro. Ach du heilige Scheiße. Hoffentlich geht's dir gut. Und hoffentlich hast du nicht zu viele Kosten am Auto, aber du hast ja eine Versicherung wahrscheinlich, ne? Übernimmt die Versicherung da? Sturmschäden? Oder ist das so eine extra Versicherung? Doch Google ist nichts Schlimmes. Hallo Esberle. Hallo Chrissy. Nee, der ist seit 13 Stunden wach selber schuld. Wie kannst du das deinem Körper antun? Aber dein Setup ist doch mega gut. Wieso neu? Nein, mein Setup ist nicht mehr mega gut. Ich kann nicht mehr über die CPU streamen und so. Das ist alles ein bisschen... Außerdem wollte ich eh upgraden für Cyberpunk, weil ich werde Cyberpunk spielen und ich werde das auch streamen. Wo hast du den PC gekauft? Bei Mindfactory Smashing. Mr. Hefty Glamour, danke schön für den Gifted Sub an die Community. An King Pass. Weh, der sagt nicht danke, doch hat er. Cool. Und Eislisch, danke für den Resum 7. Und Walle wollte seinen Schlafrhythmus fixen. Ja, das kenne ich, das Thema. Eieiei. Das ist sehr, sehr schwierig. Übernimmt die Versicherung vom Nachbar, war sein Dach, das abgegangen ist. Der Angestellten geht's gut, aber Auto total schaden. Ja, scheiß auf das Auto, Hauptsache, ihr geht's gut. Materielle Dinge sind nicht von Wert. Was geht, Sergeant B8? Oh, heilige Scheiße, Bruder. Pure Soul, Dankeschön für den Prime Sub 9. Und Fletcher, ich liebe dich. Dankeschön für den Resub 20. und Hokulu. Guten Abend, Hokulu. Und Siva, guten Abend. Und Hadi Kabucha, guten Abend. Und Mr. Lem, vielen lieben Dank für die 5 Gifted Subs. Und sag Danke, sonst... Dankeschön. Und nice, danke für den Prime 17. Hallo Curtis, hallo Chat, Hukulu. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch. Ja, hab ich auch gesagt. Ist doch so, Maximoto. Ach, scheiß auf das dreckige Auto, ja. Wenigstens geht's den Menschen gut und eine Familie ist nicht traurig. Dass es jemandem nicht gut geht. Young T-Bone, was geht? Alpino, was geht? D22309, was geht? Jetzt bin ich die ganze Zeit überlegen, wie ich den Namen nochmal die ganze Zeit ausgesprochen habe. Von C7i, Alter. Scheiße, ich hab das schon wieder vergessen. Boah, ihr habt aber auch komische Pseudonyme im Internet, ne, ehrlich. Lidl Pips, wann kommt deine erste Single raus? Ich hab Mila schon angehauen. Ich hab schon geguckt, ob wir da nicht irgendwie mit ihrem Mikrofon was machen können. Vielleicht kommt was so auf gut Kick, mal gucken. Nice Background, danke, hat die Oma gemacht. Script für heutiges RP auswendig gelernt? Nö. Ich lese einfach, während ich streame, ab. Hallo Linux, guten Abend. Soon, ja, soon wie Daisy, ne? Da Vinci? Hör auf zu ärgern, Junge. Yoshi, vielen lieben Dank für den Gifted Sub an Prepper, den Pleb. Jetzt nicht mehr. Heute in der Schule neues Thema gelernt, hat mein Kopf gef... Eieiei, das klingt aber nicht gut. Hallo Noah. Hab ich Daisy gehört? Fuck the Schildermaut. Curtis sagt meinen Namen, Mr. Heftig Lemon. Spielst du, wenn es kommt, auch AC Valhalla? Also privat oder onstream? Kenn ich gar nicht, was ist das? Neuigkeit zu Pen and Paper, noch keine Grant. Diese ganzen Sachen kläre ich dann meistens dienstags abends und mittwochs so. Ob es da Neuigkeiten gibt. Weil keine Zeit, Bruder. Ich stehe irgendwann 2 Uhr, 3 Uhr auf. Weil ich noch lange wach bin, weil ich nicht schlafen kann. Und ich habe keine Zeit.
alle Leute zu versammeln und darüber zu reden, wann was abgeht und so. Geil, danke immer. Assassin's Creed, achso, hab ich noch nie gezockt, aber sah immer sehr interessant aus. Aber ich bin ehrlich, Singleplayer-Spiele sind eher so... Vielleicht muss ich mich erst damit anfreunden. Singleplayer-Spiele habe ich immer nur so GTA gespielt. Ich habe nicht mal Red Dead Redemption gespielt. Story-Modus. Vielleicht kann ich mich damit anfreunden. Arma 2DZ, ich baue heftigste Base. Ja. Kannst du mich bitte grüßen? Hallo, Shapes. An der Schalpes heißt der ja, ne? Das ist ja gar kein I. Betrüger. Kannst du meine Klasse grüßen? Sirox, ich grüße deine Klasse, die 7B. Aus Oberhöfeningen. Einfach machen. Ja, ich guck mal. Kann ja gar nicht schief gehen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, mach ich aus, geh ich Pommes. Guten Tag, Shorty. Guten Tag, Alex. Guten Tag, Max. Hallo, Tommy. Selber Schande, Juno. Was, also kein The Witcher 3? Schande über dich. Hab ich auch nicht gespielt, Mann. Ich weiß. Schande über mich ist so. Vor allem Lucky erzählt mir mal von irgendwelchen voll tollen Spielen und Story und... Aber ich zock das einfach nicht. Keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht. Kannst du meinen Fuß grüßen? Ich grüße den Schimmelfuß von der Lena. Das Raucherbein. Und was ist mit Phasmophobia? Hat es dir nicht gefallen gestern bei Johnny? Um ehrlich zu sein, habe ich nicht lange weitergeguckt. Aber Lucky hat mich auch deswegen schon angeschrieben. Und das werden wir bestimmt ausprobieren. Ich habe zwar Angst vor Horrorspielen, aber egal. Kann man eigentlich seinen Twitch-Namen ändern? Kann man, ja. Ich weiß aber nicht, ob... Ich glaube, das geht nur als Partner. Kannst du so einen Wunsch äußern? Einen guten Fabi. Und Dayday, dankeschön für den Gifted-Sub an Balancina. Das Spiel macht voll Spaß. Das war nicht so gruselig. Ja, ich habe nicht so lange reingeguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte, so was da passiert. Weil Lucky hatte mich angeschrieben, lass mal zocken. Nein, heute kein Horror-Game. Nice. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 30. Ich bin alter Sack. Giano, danke schön für dein ein Bit. Very soon. 30. Ja, Oma, sag uns doch mal, wie alt du bist, hä? Wenn du hier schon mich ärgern willst. Opa, bist du es? Hörst dich gar nicht wie 30 an? Wie höre ich mich denn an? Bitte wie 14. Ja, Giano ist okay. Dankeschön. Hallo. 15, geil. So 45 plus minus 30. Aber du hast doch sicher in deiner Jugend Zelda Mario und so gespielt, oder? Oder? 12? Ja, Mario, ja, Zelda, nein. Hab dir gestern über die Straße geholfen, oder warst du das? Warum rede ich überhaupt mit euch? Ach, Güffi ist auch mal wieder da. Schön, Güffi. Jetzt, wo Güffi 18 ist und Führerschein hat und Auto rumfahren kann, ist er nie da. Stich in mein Herz. Haha, viele hören sich an wie Curtis, verstehe ich nicht. Da du so alt bist, kannst du uns doch bestimmt eine Weisheit sagen, oder? Ja. Nein. Kann ich nicht. Bin immer da, du bist ein dreckiger Lügner. Hast du Bock auf OOC-Cringe? Slide doch einfach mal meine DMs rein. Marvo, danke schön für den Prime im zweiten. Kann man deinen Kuss-Emote nice bearbeiten? Mit dem Finger drin, ja. Was geht ab, Chrisio? Es geht selbst ein Lügner. Okay, danke. Sei doch nicht so fies zu kurz. Ist so, ne? Ich versuche mir immer Mühe zu geben und euch zum Lachen zu bringen. Und ich versuche wirklich mich zu ändern. Aber ihr ändert euch nie. Ich war immer stets bemüht. Aber ihr ändert euch nie. Nur am Ärgern. Tut echt weh. Mit OOC Cringe kennst du dich ja sehr gut aus. Du ja auch. Wo ist denn dein Springnick, die gute Dame Lena? Hä? War da gestern Abend schon eine Teamspeak-Applikation und habt gewisse Geheimnisse getauscht? Hör auf, den Duplo zu zeigen, Jojang. Könntest du nochmal kämmer mit deinem Maskenbild? Da würde man nur deine Auen sehen. Schotti, geh du mal lieber wieder in die Schule und lern schreiben, bevor du mir irgendwas sagst, was ich machen soll. Du Penner. Schaff es erstmal über den Schreibtisch zu gucken. Du Lutscher.
Nein, ich liebe dich, Bruder. Ich bin lieb, die anderen sind böse. Du bist richtig lieb, Junge. Logitech G-Taste, man kennt es ja. Da werden wieder billige Ausreden gesucht. Ich bin noch nicht wegen Geld gegangen. Woher kommt der Spruch? Diese Meme. Ich bin nicht wegen Geld gegangen. Erklärt mich auf. Künscht ja nicht jeder wie du auf Teamspeak rum. Ich fand dich sympathisch, als ich deine Stimme bei Stay gehört habe. Bushido? Ach, als der erst guter Junge verlassen hat, oder was? Kommen die aus dem Auenland, Shorty? Kapital Bra, als der Team Kuku geliefert hat. Ja, ist doch irrelevant. Alter, stehe hier bei der Edeka 50 Kilometer an der Kasse an. Warum bist du auf dem Handy im Stream, Junge? Hallo, bist du verrückt? Guten Abend, Sinalco. Soll ich mal einen Funfact zu Sinalco erzählen? Firmengelände? Die Fabrik von Sinalco, wo das hergestellt wird, ist in Walsum in Duisburg. Und da habe ich mal einen Ferienjob gehabt. Mhm. Da durfte ich vom Band Getränke nehmen und einfach trinken. Mhm. Das hat richtig Bock gemacht, ja. Genau, Rheinfelsquelle. Ja, ist in Duisburg-Walsum. Da hat mein Dad gearbeitet, 28 Jahre lang. Als Maschinenführer. Sinalco 471 in den Nikes. Lo-Fi, Hip-Hop, beste Musik ist so. Reinpissen und wieder aufs Band. Nee, das kannst du nicht, Schotti. Da sind so Lichtschranken und alles. Da werden Tests gemacht, das ist übertrieben heftig. Mein Onkel arbeitet bei Sinalco. Ja, bei Rheinfelsköller halt, ne? In Duisburg oder wo? Kopfhörer, Junge, und Handy in die Tasche, man sieht eh nichts. Also, Lülle rein. Dann trinkt der Tester das, haha. Ja, Schotti, die haben auf jeden Fall in so einer Riesenfirma einen Menschen, der da Test trinkt, ne? Die haben kein Labor, haben die nicht. Da ist jemand, der sitzt am Tisch und probiert. Jede tausendste Flasche. Mhm. Ich hoffe, dass du das selber merkst. 6 Sätzen. Green Berlin, danke für den Prime Sub am 16. Moin Meister. Ein nach dem anderen, Alter. Naja, das war richtig cool, da zu arbeiten. Soweit ich weiß, kann man sich dabei nicht so bewerben. Einfach. Da kommst du dann nur so über Family and Friends Dings rein. Glaube ich. Aber mittlerweile sind das ja bestimmt eher alles Zeitarbeitsfirmen, die da Leute hinbringen und bla bla. Aber das war echt cool. Von dem Geld habe ich mir damals einen Roller gekauft. Mit 16 oder so, eine Aprilia SR wassergekühlt. Am ersten Tag, als ich meinen Führerschein hatte, habe ich alle Drosseln rausgenommen, 70 Kubik rein, komplett umgetauscht, Alter, bin irgendwas mit über 100 gefahren. Und habe voll auf Leuten die Vorfahrt genommen. Weil, dumm. Wassergekühlt wie Gaming-PC, ist so. Roller-Tuning is not a crime. Das macht doch jeder Jugendliche mal, wenn er einen Roller hat. Der wird erstmal aufgemacht. Und getuned. Mit dem Roller die Frauen abgeschleppt. Ne, mit dem Bollerwagen hatte ich hinten drauf. Da habe ich die Frauen mit abgeschleppt. Hatte auch das Moped, der könnte es heute aggressiv. Bin ich gar nicht, Fletcher. Ich bin nur ein bisschen im, ich will ins Bett. Netflix-Modus. Kommt Brauhaus Essen auf deinen Nacken. Warum denn auf meinen? Hallo? Ich bringe Pfandflaschen mit, vielleicht tauschen die gegen ein paar Pömmikis. Hatte Aerox, ja, ganz viele hatten Aerox. Ich habe eine Aprilia SR gehabt. Bei mir im Dorf ist die Rollerdurchschnittsgeschwindigkeit so bei 60 km/h. Let's watch parties, nee. Ich möchte ungern Leute ausschließen, die kein Twitch Prime haben, das ist doof. Wir können das mal machen, aber dann kündige ich das vorher an, dass die Leute wissen, die nicht zugucken können. Okay, heute ist frei. Quasi. Weil du nicht Emscher gekommen bist. Wer kommt denn hier aus Duisburg? Oder Umgebung? Warum kennt ihr solche Begriffe wie Emscher? Komm, Römergrill, Döner auf meinen Nacken. Küppers Mühle ist echt super.
Yeah. Wuppertal? Ach, ganz schwierig. Ich komme aus Zürich, zählt das auf? Na klar. Düsseldorf, Walsum. Blub aus Walsum, cool. Wohnst du auch noch in Duisburg? Ja, Grant, wohne ich. 44649. Bottrop. Dortmund, Dienstlaken, es geht in Dischel nicht viel. Bis gerade. Und dann gucken wir die Lili Pips Biografie auf Netflix. Wo ist der Nordseeküste? Duisburg-Kuckingen. Ich wohne neben Duisburg. Und so nicht, Shorty, jetzt mal. Du wohnst in Hobbiton, Alter. Bei euch gibt's Häuser mit runden Türen. Unter dem Berg. Recklinghausen, Wuppertal. Bist du OG 471er? Na klar, Bruder. Gibt's bei Amazon Prime City of God? Ich glaub schon, Mann. Aber wie ist das? Jetzt habe ich mal eine Frage. Vielleicht kennt sich damit einer aus. Man darf ja, wenn man zum Beispiel GTA Story-Modus spielt und da im Strip-Schuppen drin ist, darf man den Fokus nicht auf die Stripperin legen, weil wegen Nacktheit. Wie ist das denn bei den Filmen, wenn da Nacktheit zu sehen ist? Bei Watch Party ist das egal? Okay. Bist du sicher? Wie findest du Prison Break? Habe ich mal irgendwann angefangen zu gucken, nie zu Ende gebracht. War irgendwann langweilig. Hat Stay mal lange drüber gesprochen? Ist okay, okay, okay. Das habe ich mich jetzt gefragt, Alter. Weil da gibt's ja manchmal schon so heftige Szenen im Film, ne? Wir gucken einfach den Film, wo ich die Hauptrolle spiele. George Young, also meinst du Blow. Den habe ich bestimmt schon 30 Mal geguckt, den Film. Das öffnet sich in einem Fenster nebenbei im Stream. Sieht man da nichts? Ach, stimmt. Stimmt, stimmt, okay. Jay bei Stegen gab's schon Pflaume. Was willst du denn für Filme gucken? Mal gucken. Da gibt's bestimmt so ein paar interessante. Könntest du 50 Shades gucken, deswegen fragt er. Für den Film seid ihr doch gar nicht bereit, da kommt ihr doch auf ganz andere Gedanken. Auf schlimme Gedanken. Green Berlin, dankeschön für den Prime Sub im 16. Er hatte ich schon, aber egal. Northway 2K, dankeschön für den Wies im 17. Hallo. Hallo, mein Freund, hallo. Film ist doch Kunst, so wie Spiele auch. Warum ist das verboten? Ich weiß nicht. Ice Age würde ich dich drin sehen. Ach, ihr fangt schon wieder an rumzutrollen. Ihr seid einfach Ärgerer, das ist eh nicht gut. War das eh nicht gut. Eiskönigin? How high? Ja, how high sehe ich mich. Aber das sind da auch Filme, die schon jeder 500.000 Mal geguckt hat. Was geht ab, Sime? Den dreckigen Animes. Einfach einen Film selber sprechen mit den Siemens 9 Leuten. Kein Scheiß, ich hatte mal vor, so etwas zu machen, einfach so für Kicker. So einen 10-Minuten-Film von YouTube oder so neu zu synchronisieren. Das wäre geil. Training Day habe ich auch schon 100.000 Mal geguckt. 50 Shades of Grey, langweilig. Keine Ahnung. Ich habe nur die Verarsche davon gesehen bei Netflix und der war lustig. Northway, alles klar. Wie geht's dir? Dein PC schon da? Nein, noch nicht. Aber wie dir zusammengebastelt? So wie Cold Mirror? Ja, ja, genau. Like Lord of the Weed. Quark. Ich habe kein Amazon Prime. Bin ich denn ausgeschlossen? Leider ja. Deshalb finde ich das auch so kacke. Die sollten lieber mal so einen Zeitsub oder so bringen, wo man vielleicht einen Euro zahlt oder so, dass man, also einen Euro an Twitch zahlt, dass man für, was weiß ich, 2-3 Filme bei seinem Streamer mitgucken kann. Das wäre cool. Ich finde dieses Ausschießen voll dumm. Schon Bad Boys 2 geguckt? Na klar. Leute, die kein Prime haben, hallo, darüber wird sich nicht lustig gemacht. Die Schweizer haben kein Prime. Es gibt halt Leute, die kein Prime haben. Was ist da los? Real 7, danke für den Respawn 18. Guck lieber Curtis in die Nappas, Kinder. Ach, der ist doch auch schon alt. Weiß doch jeder, dass Holik am Ende stirbt und ich gewinne. Oder man baut sich einen eigenen Server und schreibt damit ein Skript und lädt es only auf YouTube hoch. Jetzt habe ich den Faden verloren, was? Ach so. Mit Dings, mit dem Film. Ja, so Filmtokens, genau. Das ist doch eine geile Idee, Alter. Oder nicht? Das wäre doch cool, Mann. Dann könnte jeder daran teilnehmen. Einfach so ein Filmtoken. Mit dem Token kannst du bei 3 Filmen mitgucken oder 2.
Macht aber keinen Sinn, Twitch einzugeben, wenn die nicht den Film stellen, sondern Amazon. Du weißt aber schon, dass Amazon Twitch gehört, ne? Also umgekehrt. Twitch gehört Amazon. Boah, informier dich erstmal, Lena, bevor du hier schreibst. In den Straßen der Bronx. Ja, das ist wieder so ein Film aus den 70ern, oh Mann. Den hast du noch auf VHS, den guckst du dir bestimmt immer an. Können nicht alle denselben Film gleichzeitig auf Netflix gucken, den Stream auffahren, beziehungsweise den Chat? Könnte man, klar. Könnte man. Aber wir reden ja hier nicht über Netflix, sondern Amazon Prime. Nee, das gehört alles Google wie die ganze Welt. Ja, aber man muss trotzdem Prime bezahlen, um mit zuzugucken. Lass mich in Ruhe. Three Face, Three, danke schön für die Wiese beim vierten. Endlich wieder Curtis Kusch. Bruder, schon seit über einem Monat. Wo waren sie? Wo waren sie, als ich wiedergekommen bin? Prime Gaming heißt das. Ruhe. 1000 Leute drücken gleichzeitig Play. Ja, aber manche Filme gibt's auf Netflix nicht, die es auf Amazon Prime gibt. Jay. Mann, Mann, Mann. Digga, arbeiten im Ausland. Macht wenigstens Spaß, da zu arbeiten? Faceman? Alter, ich habe vorhin so ein Schnäppchen auf Amazon gemacht, 300 Euro gespart, was hast du gekauft? Und jetzt bitte schreib nicht irgendein Sexspielzeug oder so. Gib Plugins, damit nur einer Play drücken kann. Ja, wir wollen aber nicht betrügen. Ein Backofen, Bruder. Du bestellst bei Amazon einen Backofen? South Central in den Straßen voller... Ey, ist gut. Das ist eine Doku, ne? Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Filme zu schauen. Chat, ihr seid die Kriminellen. Hört, ihr seid kriminell. Wer guckt denn illegale Filme im Internet? Hallo? Hallo? FBI, Mann, open the door. Zack, ist die 8 dran. Ab im Nebs. Das gibt locker 5 Jahre. Hört auf Plus zu schreiben, ihr Verbrecher. Mandalorian. Ich hab Disney Plus, halt's Maul, Shorty. Hab ich mir nie im Internet angeguckt. Also auf verbotenen Seiten. Lüge. Thunfisch, Thunfisch. Das erinnert mich an das hier. Brauche ich euch das Video gar nicht zu zeigen, müsst ihr nur hören. Ruhe. Ach, wie gern würde ich das als Sub-Sound oder so benutzen, ne? Aber es ist halt einfach so. Ramadan, du lebst ja immer noch. Hast du Strafe bekommen? Ja, 3 Jahre. Deine Toten, du Hurensohn! Ramadan, du lebst immer noch! Lack, hast Strafe bekommen? Ja, 3 Jahre, Lack, geschwick deine Toten, du Hurensohn! Jugendvollzugsanstalt. Wie trocken der das einfach sagt, das ist Killer, Mann. Illegal, legal ist das scheißegal, je, bis du in den Knast kommst. Kennst du noch Beavis und Butthead? Na klar. Hast du The Boys bereits gesehen? Nein. Zynan, dankeschön für den Prime Sub im zweiten Hukulu. Ne, Huhu, was geht? Bruder. Hast du jetzt mal Achi, der Entertainer, angeguckt? Ist gut für die Lachmuskeln. Nee, was ist das? Was war das nochmal? Ist das nicht der YouTuber? Ist das nicht der YouTuber, der letztens vor kurzem noch so diesen Dings hatte? Komisch mit Stadat? Das hab ich geguckt. Nein, Bro. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, hallo? Ich häng nicht so auf YouTube und guck mir da alles an. Achi, der Entertainer. Ich hab Achi, der Entertainer, zu Hause. Wenn der Verlobte von meiner Schwester da ist. Ich vermisse irgendwie ein wenig den alten Curtis mit der alten Stimme. Meine Brüder, ich weiß nicht, von was du redest. Was meinst du damit? Der macht kurze Clips auf lustig. Guck dir einfach mal an, 2 Minuten. 2 Minuten ist aber nicht kurz. 2 Minuten halbe Stream, Bruder. Aber wir wollen wirklich Schwägerpark Hunde mit Hunde gehen. Und True Love? Wer, wann, wo, was? Koloss, Farm der Gewalt. Ist auch eine Doku, kenne ich. Ist eine Gang-Doku.
Hab alles studiert und alle Wikipedia-Einträge. Damit ich authentisches Gang-RP machen kann. Kai der Brecher, den kenne ich, Grant. Ja, ganzer Stream in 3 Jahren, das stimmt auch. Ich meine, ich kann auch wieder gehen, wenn ihr wollt. Ist mir egal. Wenn ihr keinen Bock habt, dann gehe ich. Dann zocke ich für mich selber. Stich in mein Herz. Kolos gab es damals bei San Andreas dazu. Rakim, ich habe gesehen, du zockst Dings, ne? Auf PlayStation, Junge. Du musst mal an deinem Mikrofon da arbeiten. Ich habe kein Wort verstanden. Wir, du Lugler, mach nicht so. Du! Videos schauen von früher? Nee. Die Oma hatte schon letztes Mal recht, was dem, was die letztes Mal gesagt hat. Dieses ständige in der Vergangenheit angucken, was war und so, scheiß drauf. Das Gegenwart und Zukunft gucken, was passiert. Ich meine, das ist ab und zu mal lustig gewesen, aber kein Bock. Wir können andere Videos gucken, wenn ihr irgendwelche guten Vorschläge habt. Gerne. Aber keine RP-Dinge von mir. Man muss sich auch mal irgendwann raffen. Ja, lass Videos aus der Zukunft gucken. Das war nicht so gemeint. 5 Euro hättest du eigentlich gar nicht für Stream gedacht, für Zocken mit Freunden. Was zockst du denn da? Wie hieß das Spiel? Mann. Schau lieber Dokus, da brauchen die auch kein Prime. Ist doch wieder so Copyright-Shit bestimmt. Maschallah, macht Auge Snapchat und so. Bruder, ich guck nie Snapchat. Guck ich nicht mehr so oft rein. Ich finde das auch ein bisschen gruselig, dass ich manchmal um 5 Uhr morgens geweckt werde, weil ich von irgendeinem Typen einen Snap bekomme, der dann mir zeigt, wie er gerade am Shisha rauchen ist. Und ich denke mir, ja, Bruder, cool. Töfte, voll Togo. Richtig krass. Ist ein bisschen weird. Ist echt weird. Schau dir lieber Cleredo Speedrun an. Ruhe. Zucker, vielen Dank für den Giftezappern, Rakim. Macht Rakim nicht selber, Alter. Tut er so, als hätte er kein Geld. Jeder weiß, der fährt BMW. Hammer. Macht er auch die Ringe dazu? Keine Ahnung. Ich habe das nur 2-3 Mal aufgemacht. So. Seitdem mache ich mal keine Snaps mehr auf. Ja, in der Nacht macht man auch sein Tele auch auf Stumm. Und was ist, wenn was Wichtiges ist? Was, wenn mich jemand anruft und Hilfe braucht? Und ich höre das nicht? Dann habe ich nächsten Tag schlechtes Gewissen, weil ich nicht helfen konnte. Du. Wenn du wüsstest, was alles in letzter Zeit passiert ist, BMW ist nicht mehr. Was hast du denn jetzt? Was hast du denn jetzt unterm Arsch? Guck dir Pitch-Meeting an. Der Typ macht sich über Filme lustig. Mega gut. Okay, Shapes, machen wir. Schick mich bitte Dings. Discord, okay? Wäre sehr nett von dir. Was ich gucken soll. Oh, Unity, Rage and P-News. Was? Tutorial, Garage benutzen. Ja, das kann ich mir eigentlich mal reinziehen. Das habe ich ja... Habe ich das gestern falsch gemacht? Ruhe... Wir gucken uns jetzt an, wie man auf Unity Autos einpackt. Hallo Leute. Hier sind eure Klärwerke. Was? Heute zeigen wir euch, wie man die Garage benutzt. Ich hab da keinen Bock drauf. Also ihr stellt euer Auto hin und packt es einfach ein. So einfach ist das aber nicht. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Also, ihr müsst euer Auto auf den leuchtenden Punkt stellen. Aber ihr müsst den Punkt auch treffen. Dann stellt ihr euren Motor ab und zieht den scheiß Schlüssel raus. Dann drückt ihr einfach eure M-Taste und wählt Einpacken aus. Hast du Bock auf eine Currywurst Pommes? Aber unser Auto steht noch. Weil Ali das erst in einer Stunde wegparkt, du Vogel. Und wie kommen wir dann zur Imbissbude? Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Bis zum nächsten Tutorial, Leute. Tutorial. Junge, diesen
sind doch am Trichtern, Alter. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Wir sind da mindestens genauso besoffen wie da der L-Team damals immer. Aber top erklärt, ne? Erstmal ein Like. Auf, ne, ich muss mich anmelden. Ich bin hier mit dem Dings. Egal, ich wechsle kurz den Browser, nur um dann Like drauf zu geben. Ein Moment. Ist doch zu Ende. Moment. Ey. Oh, das war auch der falsche Browser. Ich habe ein paar mehr installiert als ein. Like. Hier könnt ihr auch liken für die gute Arbeit. Okay, Shapes, dankeschön. Der macht sich über Filme lustig. So, you have a movie for me? Yes, sir, I do. It's called Lord of the Rings. Oh, like a Sonic the Hedgehog movie? Gibt keinen Untertitel für die, die kein Englisch können. Lord of the Rings fantasy books, like this one's about the Fellowship of the Ring. Okay, so what happens in this thing? Well, we're gonna meet this bad guy, Sauron, right? And he's super evil. And what's his deal, like, character-wise? He's super evil. I love it. And he has this ring that makes him super powerful, so he's just massacring people left and right on a battlefield. I mean, this guy's really good at killing. Okay. And then he, like, reaches out to this human Isildur who cuts off his finger, which makes the ring fall and destroys him. Spoiler alert. Why did he reach out for him? Oof, to kill him, I guess. Did he not have a weapon? No, he did. He had like a big mace thing. So why did he reach out with his hand? I don't know. All right, then keep your secrets. Anyway, so then that guy and this elf Elrond, they head up to this Mount Doom place because they have to throw this ring into some fire. That's the only way to destroy it and rid the world of evil. Right. But this human guy, he's like, you know, actually, I'm gonna keep it. I like it, so I'm gonna keep it and it's mine now. Wow, does Elrond try to stop him? Of course he does. Okay, good. Verbally. Shapes, I'm thinking a lustige part. A lot of potential problems could be avoided if you put a bit more effort into that. Probably. So anyway, years later, this hobbit creature, Bilbo Baggins, he has the ring now. Okay. And he's having this big birthday party at this hobbit place called the Shire. Fun. So his buddy, this wizard Gandalf, shows up and they smoke their pipes together. They have a great time. Bilbo's like, ah, this is the finest weed in the area. Oh, aber ist, like ist das jetzt schon dieser Humor, dass der sich über die Geschichte davon lustig macht? Ist das... Soll das lustig sein? Shapes, hallo? Statement? Kann nichts machen, wenn ihr das nicht checkt. Ich verstehe das schon. Der macht sich über die Geschichte lustig. Beziehungsweise der versucht, sich darüber lustig zu machen. Aber über Herr der Ringe kann man sich nicht lustig machen, weil Herr der Ringe ist der Shit. Was willst du aus dem Scheißfilm machen? Erst Bälle raus. Sechs Sätzen. Das ist, glaube ich, nicht unser Humor. Ich finde das nicht lustig. Ne, glaub nicht in diesem Video, to be honest, glaube, das war im dritten Teil von Lord of the Ring oder so, hab ein Render-Video genommen. Ach so, okay. Ja. Dann guck, wie Walle einpennt. Ist der? Hä, streamt der? Ich guck mal hin. Er zockt doch GTA. Ich habe auch ein tolles Video in den Discord geschickt. Warum wird dieses wundervolle Video ignoriert? Stich hier in mein Herz. Um was geht er denn da, mein Freund? Ich sehe hier neuer GTA 6 Trailer von Unicorn Hunter. Das ist eh fake. Dann hat Texo irgendwas mit Hitman gemacht. Ach hier, VR. Okay, gucken wir uns an. Gucken wir uns an. Wenn das nicht lustig ist, dann wirst du dafür geblamed. Ich sage dir nur. Das ist VR, ne? Boah, ist doch voll gut. Wer ist gebannt? Hallo? Ruhe.
Wer ist gebannt? Prepper? Informationen? Bitte? Hallo? Kurz guck, wie der heißt. Das ist aber der Typ. Twitch TV Map. Der ist überhaupt ja nicht gebannt. Der hat 49 Follower. Hä? Was? Guck den ersten Trailer von dem Film, den ich reingeballert habe. Ruhe, Moment. Guten Tag, Curie. Ist der Typ jetzt gebannt oder nicht? Schön, dass mir einer antwortet. Nee, das gucke ich nicht, das ist mir zu riskant. Der ist live auf Twitch. Unter dem Video ist ein Twitch-Kanal verlinkt, der hat 49 Follower. Hallo? Hilfe? Ich guck selber. Merp TV. Das ist der Twitch-Kanal, der unter seinem Video verlinkt ist. Da steht 49 Follower, Bruder. Okay, wenn ihr sagt, der ist live, dann gucken wir. Auf euer Nacken. 1, 2, 3. Yeah, I like it, I like it. You missed the first shot, though. Reload your gun. Oh, ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich das sehe, ne? You're just getting your middle finger through that. Hey, Mark, guess what? What? I had some chili last night. Holy shit! Okay, das ist unser Humor, der ist dumm. It hurts. Oh man, chili, I think... man, I think you ate a whole shotgun or something. Keep the last bullet in the chamber. I'm gonna. Bye, Chris. Wait, what? No. Ah! Oh yeah. Hey, the lights were even blinking when the connection came in. Yeah, look at the physics as well. Voll gut. Dude, that's awesome. Here. Let me see. Here, try. Oh shit! Oh God! No! It's right there. Wait, right, let me grab it. Over here! No, run! One arm behind the back. I can do that as well. One arm behind the back. Ist das dumm, Alter? I'm a monkey, I'm gonna climb the tree. Let's see if your marksmanship is up to your reputation. Wie geil ist das denn? Hey, take me with you! Fuck you, Chris! Fuck you, here, take this one, okay? No! Yeah! Hey! Fuck you, ugly man! No! Bring me up! I wanna climb a tree! Fuck, I broke my knee! Oh man. Hey, well, why are you down there? Oh, fuck you, Chris. Fuck you. Yeah, you should have catched me, man. VR-RP wäre geil, Alter. Oh my God. You didn't tell me to catch you. I wanted to go up too. This is your fault. Shh. Yep. I'm taking this. Hey, give it back to me, man. No, it's mine. Hey. No.
ass. Give it back to me. Okay, man. Drop it on the ground, piece shit. Oh, now step away from it. Step away from it. Now stay there like a little sissy. Put your hands behind your head. Skit, Nico. That's great. And just twerk for me, baby. Twerk. That's right. Some good ass twerking right there. Oh, baby. Holy shit. That's make sexy. The booty clap. Hey, shoes on the other foot now. No. I want to live another day. Oh, come on, man. Chill tits, girl. Yeah, all right. We'll twerk for me. Hey, I want to see you. Stop shooting at me, map. Be shit. We're just having not a lot of fun here. Ist das nur so eine Trainingsmap oder ist die noch größer? Oh, fuck. It was fucking close. Hey. Stop it! Hey. Yeah, that's right, be shit. Who's the boss here now, right? I was just playing, Merp. I was just playing. You ready for the hot potato? Yeah, hot potato. Here you come. Go! Du schreist, Junge. Oh, wait. I got it. You ready? Put the silencer on it here. And put a laser sight on it. Here. Watch where you watch your aim! This is my pistol. Fuck. What's up with my hands? What the fuck? I think one of your controllers doesn't track. Oh, they're tracking because I'm doing stuff. It's just that I put grenades. Yeah, Oh shit! Oh shit! Run. Oh, shit. He called me a name, Merp. You did great. The OSA is proud to welcome you to its ranks. Hey, there's a magazine following you. Oh. Hey, grab you, asshole! Oh, what? Holy crap! You sent that into orbit! What a wonderful day. I like it. This is amazing. Look at the sun. It's so perfect. It's not too hot. It's not too cold. Do you smell my finger? Smell it. Ooh. Where's that bin? I'm going to pull out the bin of my chest, and then I'm going to throw the nade down, okay? Okay, I'll grab... Wait, what? Where are you? Oh, geil, Alter. Hi. Watch. Here, catch. Okay. Ah! Hey, what are you doing up here? This is mega nice. Nice and slow. Got mud on my boots. Hey, Chris. Hey. I wonder if I can climb this. Well, let's see. I don't think you can. I can. It's pretty high. Hey! Just watch me be the spider pig. Spider pig. Does whatever. Hey there, Chris. Hey, Merp. That's really high. Don't fall. Catch my gun. I'm gonna jump. Okay. Here. Okay, got it. And my Glock. Yes. All right. And now grab me. Oh, hey, geil! I'm out! Cover me! Okay, I'm splitting. One's going right. I got two on the right. Cover fire. Fire. I'm out. Three, two, one. Come move here. Move I'm here. Out. Come on. I'm out. Covering. Cover me, reloading. We're gonna move up on the left, okay? Alright, get a cover in 3, 2, 1. I'm here. Alright, moving up, cover me. Move up. Moving. Gewalt ist bei so wie kein Mensch. On your left. Moving. Jetzt zum Teufel ist Reke. One firing. Cover me, I'm moving up.
Three, two, one. You good? I'm good, I'm up. I'm coming. Left, left, left! I got him. They're dead. Oh shit, I saved your life, that dude. Left. Thank you. Right, to right, to right, well. Left, left. Wer ist Josh da? Oder ich kenne das alles nicht. Sorry. Get up here, Mert. I'm coming, wait. Oh shit. Grenade. Grenade out, watch out. Wie viele kommen denn da, Alter? I'm here. I'm under heavy fire. Alright, cover me. Left side. Right side, got one. Ah, man, it's just us. Let's go. Ne, Merv TV heißt der Typ, der das Video hier gemacht hat. Cover me, I'm moving up. Watch out, watch out. Reload. Reloading. Thanks. Left, right side, right side. Left, left, left. Two on the right. Shit. I'm jammed. Oh, fuck. I'm covering. Echt begeistert. Ich wusste gar nicht, dass das so krass sein kann. You ready? Yep, follow. I'll check right, right, okay? One, two, three, go. Das stimmt schon. Das Schießen sieht komisch aus. Clean up your mess. Reload. What did you just say? Clean up your mess. I will clean up your mess, be shit. Halt, vielleicht hat das ein Video, Bruder. Ich spiele das nicht. You know how empty that was? Geht springen. And you're basically just giving the enemy your location, where you reloaded. Every time you reload, you need to grab your ammo and just throw it away somewhere else, so you will just wash their brains, you understand? Ja, Hacke, wir haben alle Glück, ne? Like that, ugly man. You know what? But then more like this. Mal gucken, was so in 10 Jahren auf dem Markt ist. That's what I think of your stuff. Oder in 20, Alter. Genau, Grant. Alter Schwede. Eieieiei. Was da alles noch auf uns zukommen wird. GTA 6 RP. Oh mein Gott. In 10 Jahren hat sich immer noch nichts geändert, immer noch ging, ging. Richtig fett. Nee, ich guck kein Rekit. Ist mir egal, wir gehen jetzt gleich in eine Pommes. Cyberpunk RP, aber Cyberpunk ist ja nicht so, so Open World wie GTA. Glaube ich. Ich glaube, Jama meinte, dass das. Ist zwar Open World, aber nicht so heftig wie GTA. Ja, ich glaube auch, dass GTA 6 insane wird, man. Aber man weiß nicht, wie lange das dauert, bis das rauskommt. Was willst du, Katze? Guten Tag. Sind wir hier, um die 10 Euro abzuholen, hä? Ja. 10 Euro. Hier. Grüß den Kegelclub, wenn du ihn siehst. Lukas, danke schön für den Resub im 2. Benji, danke für den Resub im 25. mit Prime. Vorek, danke schön für den Prime im 15. Ryan Kusch, danke für den Prime 3. Wajo, was geht? Flappo, danke für den Resub im 13. auch mit Prime. Alle anderen hat man, glaube ich, ne? Hat man, ja. Hast du die Haustür offen oder hat die Katze einen Schlüssel? Die hat einen Schlüssel. Außerdem kann die Türen aufmachen. Die ist nicht ohne, Mann. Philipp, danke für den Resub im 7. Kekusch Baby. Hey! Ja, was denn, Jau?
Nicht auf dem Schreibtisch. Du bleibst da unten. Hier, nimm deine 10 Euro und geh weg. Du hast deine 10 Euro, hau ab. Jetzt voll die Vampirzähne. Klar braucht man dafür eine VR-Brille. Johnny hat eine. Da könnte ich mir die. Aber die ist von Cyrus, glaube ich. Lass die Katze, geh du doch weg. Hallo, ich lass die Katze doch, aber die soll nicht auf dem Schreibtisch klettern. Weil die frisst immer, die versucht immer die Kabel anzuknabbern. Weil der langweilig ist. Envy, late, was geht? Die 10 Euro reichen wohl. Geh, hier. Hol. Aha. Ich hab ein bisschen Angst vor GTA 6, weil ja die Storywriter von Rockstar gekündigt haben. Ah, ich denk mal schon, dass die das machen. Dass die das auch vor allem gut machen. Nicht viel und selbst nix, wir gehen jetzt in eine Pimmis. Die braucht mehr Katzengras. Ich glaube, die hat noch nie Katzengras gefressen. Oder geraucht, oder wie die auch immer dazu sich nimmt. Gehst du von dem Hundi weg? Bagheera? Böse, miete Katze. Endlich pennen, ja, Mann. Geil. So, Steam funktioniert. Spiel muss ich ja schon wieder selbst ändern. Hat schon Katze Hundi getroffen? Nee. Ja, doch, wohl. Stimmt nicht. Als die Katze beim Tierarzt war, war die dann noch bei Mama. Und Jess wollte mit der spielen, aber die Katze hat keinen Bock auf die. Und hat sich unterm Bett versteckt. Katzen gehören gestreichelt mit einer rostigen Schaufel. Bist du dumm oder so? So was sagt man nicht. Bist ein Tierquäler? Von dem Huni oder dem Hoodie? Von dem Hoodie. Mein Nike-Hoodie hängt hier an der Tür. Gib der Katze mal bald die ran, dann ist sie ruhig gestellt, gehört es. Nein. Was geht ab, Dumme? Ja, Jay, auf ihn drauf. Zieh die Knarre. Das wird rektal eingeführt, du lügst. Du kannst ja Hundemensch sein, trotzdem sagt man nicht, dass eine Katze geschlagen werden soll mit einer Schaufel, Alter. Ich gehe jetzt in den Bullen, meine Katze war eh beste, ja, Mann. Dumme, deine Katze hat alles mitgemacht, Alter, die war Gangmitglied. Chill mal, guten Abend. Stream Rakim Kusch eigentlich auch noch. Der ist doch im Channel, Alter. Ich glaube, die fressen das, Basti. Ich bin mir aber nicht sicher. Es gibt extra Katzenspielzeug mit Baldrian. Ja, aber die ist da nicht so hyperaktiv. Die kommt ja nur Hallo sagen, ne? Sonst macht die ja nichts.